Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slowaka. Hier gibt's wieder eine Spielevorstellung und zwar diesmal von Deadwater Saloon. Das Ganze ist entwickelt von Creative Storm Entertainment und gepublished von Creative Forge Games und Playway. Creative Forge Games kennen wir so ein bisschen. Ich habe schon mal zwei Spiele von denen vorgestellt. Das Portfolio von denen ist gar nicht so riesig. Aber mit drin ist zum einen Aircraft Carrier Survival, das habe ich euch schon mal vor einer ganzen Weile gezeigt. Und auch Colonize, was ich vor kurzem erst gefunden habe und was auf lange Sicht auch vielversprechend ist, aber sicherlich noch ein bisschen Arbeit braucht. Ähnliches würde ich auch zu Deadwater Saloon sagen. Das Ganze ist ein Aufbau-Management-Spiel mit ein paar Rollenspielelementen, angesiedelt im Wilden Westen, wie man unschwer erkennen kann. Und wir sind Besitzer eines Saloons in einer kleinen Stadt und müssen uns da verdingen, Geld machen und irgendwie diesen Saloon am Laufen zu halten, ans Laufen kriegen und gleichzeitig nicht von den Dorfbewohnern umgebracht zu werden und sowas. Das ist alles nicht ganz so einfach. Ich starte einfach mal rein in ein neues Spiel. Wir haben erstmal hier ein paar Charakterporträts, was wir uns hier raussuchen können. Ich klicke da mal relativ fix einmal durch. So, ich glaube, wir sind jetzt einmal durch. Nehmen wir doch ihn. Er sieht doch fies aus. So, das ist Slowpaka, das hier ist der Name der Stadt, wenn ich mich nicht völlig täusche. Die soll doch Serpent's Butt heißen von mir aus. Und das ist der Name des Saloons und den Elefanten können wir auch mal beibehalten. Nehmen wir ihn, den langsamen Elefanten hier. So, wir können natürlich auch eine Frau spielen, wenn wir wollen. Ah, und jetzt springt das wieder zurück. Jetzt gehen wir nochmal zurück, dann heißt er halt Robinson. Slow Robinson. Nee, es klingt nicht gut. Nehmen wir Parker. So, dann haben wir hier unsere Lebenspunkte und ein paar Attributspunkte. Die Attributspunkte können wir hier unten gleich verteilen. Hier seht ihr die unterschiedlichen Attribute, die alle natürlich Boni und Mali bringen auf unsere Fertigkeiten und auf Dinge, die wir tun in der Welt. Und das machen wir gleich. Ich kann jetzt mal sagen, ja, wir geben uns 10 Lebenspunkte weniger und haben dafür ein paar mehr Attributspunkte zu verteilen. Ob das klug ist, kann ich euch nicht sagen. Dann gibt es hier eine Grundeinstellung, also ein Grundattribut, was derjenige hat. Momentan ist er hübsch, einfach. Wir können ihn mal entweder mitfühlend machen, dann kriegt er Theologie und Medizin. Das ist jetzt erstmal, das ist vielleicht nicht schlecht. Captivating. Wishing it upon you to keep up the family tradition and grow the loan of entertainments. Also irgendwie sind wir vereinnahmt. Also es scheint eine gute Geschichte zu sein. Wir kriegen ein paar Punkte im Anführen und im Drama. Also wir können ganz gut schauspielern hier offensichtlich. Das kann uns doch in dieser Stadt nur helfen. So, dann würde ich noch ein paar Punkte verteilen auf Savoir-Faire. Damit soll es einfacher sein, Leute zu befreunden, die in der Stadt wohnen. Das habe ich in meinem Anspielen dauernd probiert und es hat nie jemand mich gemocht. War ein bisschen schwierig, weil ich auch noch nicht so gut. Und das sind die anderen Punkte, glaube ich, die ich mir gebe. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Komm, ich gebe mir aber ein paar Muskeln. Weil ich habe oft auf die Nase gekriegt beim Anspielen. So, und dann gibt es noch 5 Punkte hier aufs Glücksspielen. Den Rest könnt ihr euch durchlesen. Also es gibt unterschiedlichste Sachen vom Kochen über Medizin, Verführung. Das sind also hier diese Rollenspielelemente. Schwierigkeitseinstellungen kann man nochmal unterschiedlich machen für die Wirtschaft, für das Misstrauen der anderen Bevölkerung, die Stadt insgesamt. Bin ich mir nicht ganz sicher, was das macht. Ah, die Geschwindigkeit, wie schnell die Stadt wächst, beeinflusst das und wie stark unser Stresslevel steigt. Lassen wir es alles bei normal und starten rein ins Spiel. Und da sind wir. Ein neuer Anfang. Wir werden von einem Waggon vor einem großen roten Gebäude in der Mitte von nirgendwo abgesetzt. Und als wir reingehen, riechen wir den muffigen Geruch hier drin und wundern uns, wer wohl mehr verrückt ist. Der, der dieses Riesengebäude ins Nirgendwo gebaut hat, oder wir, der wir das managen wollen. Also, es gibt aber ein paar positive Dinge. Es gibt eine gute Straße direkt davor, wo auch Leute vorbeikommen. Und da gibt es auch noch einen Railroad Track, also auch noch eine Eisenbahn, die auch in der Nähe vorbeifährt. Es gibt sogar einen Brunnen mit frischem Wasser. Nur ein paar Schritte weg. Es könnte eine aufstrebende Stadt werden eines Tages. Aber momentan
Also es könnte eine aufstrebende Stadt werden, wo die Straße stark also voll ist mit Leuten und die Zugstation auch dauernd Leute vorbeibringt und Reisende vorbeibringt und so weiter. Und vielleicht, nur vielleicht, wird dieser Saloon so lange überleben, dass er das noch mitbekommt. So, das Tutorial werde ich jetzt mal heiden und es kurz Tag werden lassen und dann mal kurz pausieren. So, liebe Leute, also, die Zugstation, Grafik ist, da können wir gleich mal von vornherein sagen, das ist wirklich mehr als, also es ist nur funktionabel, mehr ist es nicht. Die Kakteen hier haben noch nicht mal irgendeinen Schatten oder irgendwas, also das sieht wirklich nicht so besonders toll aus. Aber es muss, also zum einen ist es ja noch vor Early Access, das ist eine Demo, im Übrigen könnt ihr die Demo auch selber spielen, wenn ihr möchtet. Und zum anderen muss es das nicht sein, wenn das Spiel halbwegs cool ist. So, und da schauen wir doch mal rein. Erstmal kann ich das jetzt nur machen, wenn ich das Spiel laufen lasse. Ah, hier. Interior, Exterior. So, das ist unser Saloon und da fangen wir jetzt ein bisschen an, ein paar Sachen reinzubauen. Wir haben hier unsere Ressourcen, also einmal für uns selber, das ist eben die Lebensenergie. Hier gibt es den Stresslevel. Hier haben wir unsere Aktionspunkte, die gibt es nämlich pro Tag, 3 Aktionspunkte pro Tag. Und hier sehen wir die Meinung der Leute in der Stadt von unserem Charakter. Wie wir sehen, ist die Stadt jetzt irgendwie noch nicht so richtig da, die wird kommen. Also, die bauen dann hier langsam Häuser rein und dann gibt es auch mehr Bewohner. Insofern muss man auch am Anfang jetzt nicht das ganze Ding hier voll bauen und gleich alles an Service zur Verfügung stellen. Dann haben wir hier oben unser Geld. Wir haben hier den Profit unseres Saloons pro Tag. Wir haben unsere Gäste, wie viele wir haben und ein Storage, also unser Lager und was da drin ist. Gut, hier gehen wir gleich nochmal durch. Ich fange erstmal an, ein bisschen was zu bauen. Und zwar brauchen wir auf jeden Fall mal eine Bar. Ich nehme mal die billigste Bar. Also einfach eine aus normalem Holz hier. Und das Ding drehen wir uns. Na, warte mal. Ich glaube, wir können das ja direkt an die Tür stellen. Ah, Verzeihung, das Drehen ist momentan auf C und Z. Das ist ein bisschen kompliziert. Das müsste nicht so kompliziert sein. Ich stelle mal die Bar gleich an Anfang. Dann kann da einer arbeiten und die Getränke gleich rausgeben. Dann brauchen wir irgendwas, wo wir was einlagern können. Da gibt es einen Trunk. Den stelle ich mal hier hin. Kann ich den auch so an den Rand stellen, dass er nicht noch was blockiert? Nee, ich glaube, so. Ich hoffe, da kommen sie ran und der steht richtig rum. Und dann bauen wir hier noch so ein Fass hin. Dann haben wir da ein bisschen was drin. Den Rest machen wir gleich. Erstmal geht es darum, dass die Leute hier vielleicht auch noch sitzen können. Moment, hier. Wir können es jetzt ein bisschen schick machen oder einfach kleine runde Tische. Erstmal aus Holz. So machen wir das erstmal. Setze ich mal hier so 2 oder 3 Tische hin. Ich muss ein bisschen Platz immer daneben, weil das mit den Stühlen nicht ganz so einfach ist. Ups. Naja, den müssen wir nochmal ein bisschen verschieben hier. Dann machen wir das mit ein bisschen mehr Platz. Und den würde ich auch nochmal verschieben, sodass er nicht so viel Platz wegnimmt. Was macht denn der da? Was ist denn da? Achso, da ist gar nichts. Gut, dann bauen wir ein paar Stühlchen drumherum. Vielleicht so. Und so richtig drunter packen kann man die leider nicht. Also man kann, so würde es ja eigentlich Sinn machen, wenn die Leute das dann da rausnehmen und sich dann da drauf setzen. Aber das funktioniert so nicht. Die setzen sich frei dahin, wo irgendwie Platz ist. Und dann einfach wirklich auch auf den Stuhl drauf. Und wo der Tisch steht, ist ihnen oft egal. So, hier machen wir mal einen Zweiertisch und dann backe ich vielleicht nochmal ein paar auf die. Na, jetzt dreht er sich immer zurück. Na komm. So. Dann haben wir erstmal ein paar Plätze und das sollte auch erstmal reichen. So. Dann haben wir momentan nicht die Möglichkeit, Drinks. Also wir sehen hier oben, was wir brauchen. Wir brauchen ein Rezept, einen Bartender, eine Bar, die haben wir schon, und einen Stock von Zeug. Das alles können wir noch gar nicht machen, deswegen lasse ich das Spiel mal langsam laufen, weil dann
passieren auch bestimmte Dinge. Momentan lebt in der Stadt ja sowieso keiner. Und hier gibt es also die Möglichkeit, entweder Getränke oder Essen auszugeben. Und dafür brauchen wir bestimmte Sachen. Da habe ich jetzt schon mit angefangen. So, und jetzt ist ein Trapper hier. Der hat sich hier jetzt neben dem Saloon angesiedelt. Hier unten sehen wir das schon. Und bei dem können wir jetzt ein bisschen was einkaufen. Nämlich zum einen merkwürdigen Licker und irgendwas zu essen. Ich kaufe das jetzt einfach mal beides, so teuer ist es nicht. Wir haben noch 700. Ich könnte jetzt auch automatisch einstellen, dass er das immer neu kaufen soll, sobald es niedrig wird. Aber momentan brauchen wir noch eine Weile, bis wir die 400 Einheiten hier verkauft haben. Wir können mit diesem Typen jetzt auch sprechen, beziehungsweise bestimmte Aktionen mit ihm machen. Also wir können probieren, ihn auszurauben. Wir können ihn umbringen. Wir können ihn einfach untersuchen, damit wir mehr über ihn rausfinden. Wir können ihn verklagen. Ich glaube, das geht erst, wenn hier ein Gericht in irgendeiner Form gebaut ist. Wir können ihn beschuldigen. Wir können uns versuchen zu befreunden. Wir können ihm einen Heiratsantrag... Nein, wir können erstmal eine Romanze machen und dann können wir einen Heiratsantrag machen. Und wir können uns auch scheiden lassen von ihm. Also, viele, viele schöne kleine Möglichkeiten für kleine Rollenspielelemente. So, jetzt sollten wir für Getränke fast alles haben. Wir brauchen aber auf jeden Fall ein Research. Das funktioniert hier einfach. Man kriegt, soweit ich das verstanden habe, hier keine Research-Punkte, sondern man sucht sich einfach was aus und dann dauert das 10 Tage oder 10 Stunden. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ich glaube 10 Stunden dauert es sogar nur. Ich mache mal ein bisschen schneller und dann schauen wir da nochmal drauf. Nee, da schauen wir drauf. Ja genau, 10 Stunden, dann hätten wir jetzt hier die erste Variante, was wir mit diesem Crude Liquor, den wir gerade eingekauft haben, machen können. Das ist Rotgut, fragt mich nicht, was das heißt, aber es gibt einen uns ungefähr 10 Cent. Für 10 Cent können wir den Spaß verkaufen. Wenn wir dann weiter forschen, wird der Kram immer teurer und dementsprechend machen wir immer mehr Geld. So, das warte ich jetzt mal kurz ab. Was haben wir hier noch? Genau, der Trapper wurde hier neu gebaut. Ich kriege das leider hier oben manchmal nicht weg. Also ich kann hier rechte Maustaste drücken. Aber trotzdem geht jetzt diese Infobox dann da nicht weg. Aber nach einer Weile verschwinden die auch wieder. So, und es scheint ein neues Haus gebaut worden zu sein. Ach so. Ist das der hier? Nein, das ist der Trapper, der sich das hier hingebaut hat. Da hinten gibt es aber das erste Häuslein, was momentan nicht anwählbar ist. Aber ich glaube, wenn es dann fertig ausgebaut ist. Ja, und es ist wirklich dunkel in der Nacht. Das ist noch eine andere Sache. Da muss man hier schon gegen den Himmel schauen, damit man noch was sieht. So, so langsam sollte der Research durch sein. Jawohl. Dann fangen wir mal an, hier eingelegte Gurken uns als nächstes zu erforschen. Hier sehen wir, kommen auch schon die ersten. Das sind irgendwelche Cowboys und Farmer aus der Gegend mit ein paar Schweinen, die hier vorbeireiten. Wir sollten vielleicht noch ein bisschen Licht hier reinbauen. Das wäre doch vielleicht nicht ganz doof. Und dann können wir auch unseren ersten Bartender anheuern. So, jetzt muss ich mal gucken. Die Candles habe ich noch gar nicht gemacht. Passen die auf den Tisch? Ja, wunderbar. Dann bauen wir doch erstmal 3 Candles auf den Tisch. Das bringt uns natürlich auch Punkte, wie toll die Leute unseren Saloon finden und so weiter. Das ist so, wie man das aus Aufbauspielen auch kennt. Dann machen wir hier noch ein paar Dinge an die Wand vielleicht. Ja, müssen wir mal gucken, dass wir das so halbwegs im richtigen Abstand machen. Ja, ich mache mal ein bisschen billiger. Die billigere Variante, das gleiche auf der anderen Seite. So. Viel bringt das immer noch nicht. Wir können hinten eigentlich auch noch beleuchten, aber ich hänge jetzt noch mal ein paar Kandelaber hier auf. Und vielleicht mal 4, würde ich sagen. Soll ja nicht zu hell sein. Es ist ja immerhin Western-Gegend hier. 1. Ich glaube, das hängt jetzt nicht sehr gut. Gleich nochmal gucken. Von der Seite. Obwohl, es geht eigentlich. So. Damit ist hell. Schön sieht anders aus. Aber wir sind ja auch noch am Anfang. Vielleicht sollten wir uns noch ein Schild leisten. Draußen. Das ist, glaube ich, im Dekorbereich. Hier haben wir auch Teppiche und alles Mögliche. Ein paar Wildschweinköpfe für die Wand. Aber ich hänge jetzt mal hier so ein Saloon-Schild hin, das wir aber dann auch noch ein bisschen beleuchten wollen, glaube ich. Wie sieht denn die Laterne aus?
Ah, die muss man hier oben reinstellen. Hier unten geht es leider nicht. Dann sind es, glaube ich, diese Wandgeschichten, die wir hier dran packen können. Jawohl. Dann beleuchten wir das so. Erstmal. Und dann schauen wir mal. So, jetzt haben wir alles bis auf den Bartender. Und da kommen wir hier mal dazu. Also, den Charakter haben wir quasi schon gesehen. Wir können, wenn wir eine Waffe kriegen, irgendwo hier auch ihm eine Waffe geben. Das kann mit der Zeit ganz wichtig werden. Dann haben wir hier eine Übersicht über unseren Saloon. Wie teuer der ganze Spaß ist und wie viel es insgesamt und pro Tag kostet und gebracht hat. Das Rating unseres Saloons, was für Waffen wir hier drin haben und so weiter und so fort. Es gibt auch einen Pianospieler, theoretisch. Also wir können bestimmte Sachen noch hier an- und ausschalten. Hier zum Beispiel können wir mal Drinks aufs Haus geben für 24 Stunden. Oder hier die Türen komplett schließen. Oder eben dem Pianospieler, wenn wir denn eins hätten, verbieten zu spielen oder erlauben zu spielen. Dann läuft hier die ganze Zeit der Spaß. Und hier kriegen wir unsere Leute, unsere Angestellten. So, momentan gibt es erstmal, es gibt einen Croupier, den haben wir schon angestellt, oder was? Nee, ich glaube nicht. Staff Member from Town. Ach so, Homer Adams wohnt in der Stadt. Den können wir hier direkt aus der Stadt holen, wenn wir uns dem Glücksspiel verschreiben. Aber wir holen uns erstmal einen Barkeeper. Kostet 68 oder 39. 8 von 11, also das ist die Stufe. Momentan ist der Skill-Level hier bei 8. Der kann maximal auf 11 gehen bei Henny Mitchell. Und hier geht der maximal auf 23. Ist natürlich für die Dauer ziemlich gut. Ich glaube, das ist das Einmalige. Und das ist der das tägliche Geld. Genau, das ist dann gar nicht so unterschiedlich. Dann gebe ich doch lieber einmal etwas mehr aus für Norman Reed. Wenn es nur 1 Dollar mehr kostet, dann bringen wir den mal ran. So, ich glaube, wir brauchen, der kommt, glaube ich, erst am nächsten Tag dann. Da müssen wir mal schauen. Ich lasse ja relativ zügig laufen. Ich gehe nochmal im Research eine Stufe weiter, damit das hier weitergeht. Und wir schauen nochmal. Also wie gesagt, es ist dann so, dass jetzt am Anfang relativ wenig passiert. Wenn hier nur 5 Leute wohnen, dann kommen natürlich nicht so viele Leute in die Kneipe. Aber es wird dann langsam mehr. Deswegen schiebe ich das noch ein bisschen weiter nach vorne. Und guck mal, ihr seht, hier oben haben wir jetzt nur noch zwei Action Points, einen haben wir verbraucht. Und da ist auch Norman Reed, unser Mann an der Bar. So, fürs Essen brauchen wir noch einen Koch und einen Ofen. Und tatsächlich kommt hier gerade jemand, unser erster Gast. Willa Cook ist hier vorbeigekommen. Sie ist uns freundlich gesonnen, sie hat ordentlich Kohle in der Tasche. Kompatibilität für eine Heirat 41% und die Stadt hat bisher noch kein Misstrauen ihr gegenüber. Insofern scheint sie okay zu sein. Wir können ja mal gucken, ob wir uns mit ihr befreunden können. Das könnte... Ah, nee, es geht gerade nicht, weil es ein Traveler ist. Mit denen können wir nichts machen. Wir müssen mit den Stadtleuten und interagieren. So, dann haben wir hier natürlich auch die Customers. Die haben wir, wenn es nur einer ist, sehen wir den einfach. Insofern brauchen wir das jetzt auch nicht. Ich lasse wieder ein bisschen schneller laufen. Und hier gibt es für die ganze Stadt dann nochmal jeweils unterschiedliche Geschichten. Und zwar, also das könnt ihr jetzt hier selber auch nochmal durchlesen. Aber es gibt auch die Straße. Wie gesund ist die Straße? Wir können der Stadt helfen, indem wir die Straße reparieren zum Beispiel. Aber da draußen lauern auch einige Banditen und so weiter. Ist nicht ohne Gefahr der ganze Spaß. Hier sind alle, die momentan in der Stadt leben. Alle Businesses. Momentan gibt es nur den Trapper. Und damit wir noch ein bisschen was erleben, machen wir es jetzt ganz schnell. Und hier sind alle Häuser. Die Adams Family. Sind die ersten. Na super. Ich hoffe, das ist ein gutes Zeichen. So, dann können wir jetzt aber mal schauen, ob Martha zum Beispiel... Ah, schaut mal. Die hat 59%. Ist allerdings nicht sehr reich. Ich gucke nochmal, wie es bei den anderen aussieht. Martha, Marvin... Nee, es gibt gar keinen anderen. Wahrscheinlich würden wir jetzt Marvin natürlich ziemlich vor die Füße spucken, wenn wir sie jetzt heiraten. Aber wir können ja mal gucken, ob wir uns mit ihr befreunden können. Wir entschließen uns, ihr ein Kompliment zu geben. Wir können sie manipulieren, dann gibt es die Probe auf Sneakiness und Savoir-Faire. Oder wir können ihnen einen Drink spendieren, dann geht die Probe auf
Mixology und Savoir-Faire. Beides nur 17%, das wird nicht klappen. Ich mache es trotzdem mal. Failed und ihr Opinion ist gleich um 10 gesunken. Also, wir haben uns gleich mal unbeliebt gemacht. Wunderbar. Researching None schon wieder. Das geht hier wahnsinnig fix und es gibt nicht so richtig, ich glaube, es steht hier oben irgendwann oder zumindest stand es da mal, als ich es selbst gespielt habe gerade. So, und es gibt immer wieder so kleine Events, die passieren. Jetzt finden wir gerade Drake Adams outside, draußen vor der Tür. Der sitzt und lehnt sich an unseren Saloon und er ist ausgenockt irgendwie. Eine halb leere Flasche Whisky hat er im Schoß. Jetzt können wir ihm entweder Medizin probieren zu verabreichen, beziehungsweise erstmal checken, ob der wirklich okay ist, oder aufwachen. Das geht mit Leadership immerhin mit 30%. Wir können ihn fragen, warum er denn draußen trinkt. Der soll doch reinkommen und drinnen trinken. Das machen wir mal. Hey, das hat sogar geklappt. Wunderbar. Wir schauen in seine betrunkenen Augen. Und als wir ihm vorschlagen, reinzukommen, da fangen sie an zu schmunzeln. Und er kommt rein und fängt wirklich an zu trinken. Damit mag er uns ein bisschen besser und wir haben ein paar Punkte in Leadership bekommen. Jetzt wäre es natürlich spannend zu sehen, ob das Spiel jetzt so gut ist, dass der hier jetzt wirklich drinnen rumsitzt. Nee, ich glaube nicht. Schade. Na gut, da kommt die nächste Info. Ein Couple seeking solitude from a storm. Ah, draußen ist irgendwie ein Sturm und die wollten hier reinkommen, um Ruhe zu haben davor, um über Nacht hier zu bleiben. Aber sie sagen, hier gibt es ja überhaupt keinen Service. Ich kann überhaupt nichts bestellen. Okay, draußen regnet es noch. Jetzt können wir ihnen sagen, sie dürfen auf dem Boden schlafen. Einen heißen Tee können wir ihnen anbieten. Ein nettes Mahl. Ihr seht überall nur 10% Wahrscheinlichkeit. Wir können ihnen sagen, enjoy the hound and fucking rain, yeah, jackasses. Und sie rausschmeißen oder ihnen eine sichere Reise wünschen. Wieder Leadership ist das Beste, das mache ich mal. Das hat tatsächlich auch hier wieder funktioniert. Vielleicht, und sie entschuldigen sich ein bisschen. Sie sagen, vielleicht haben wir sie etwas schnell verurteilt. Vielleicht wird es ja irgendwann mal besser, wenn sie ein bisschen mehr Hilfe bekommen. So, ich schaue nochmal im Staff, ob wir hier einen Server kriegen. Jemanden, der die Leute bedienen kann. Gerade eben war noch keiner da und jetzt ist auch keiner da. Einen Türsteher könnten wir anstellen, aber ich glaube, das bringt uns noch nicht so viel. Also warten wir noch ein bisschen ab. Ich würde jetzt schon mal zum einen wieder weiter forschen auf Tangle Lag. Momentan passiert, wie gesagt, noch nicht sehr viel. Das wird aber dann eben langsam immer mehr. So, ich würde mal eine kleine Kochstelle hier bauen. Das ist, glaube ich, unter den Utilities. Ein Stove brauchen wir, also irgendeinen Ofen. Den stelle ich mal hier hinten direkt an die Wand. Da müsste eigentlich noch jemand rankommen, dann gehe ich mal von aus. So. Und dann brauchen wir auch einen Koch, dann stellen wir den doch auch ein. Ist mal unabhängig davon, ob das jetzt gerade schon sinnvoll ist oder nicht. 4 Fähigkeit, 5 Fähigkeit, 6 Fähigkeit, 8,55, ja komm, ich nehme wieder den besten. Draußen haufenweise Kühe, aber keine Menschen. So. Was können wir noch Schönes bauen? Achso, ja, es gibt auch mehrere Stockwerke. Es kommt hier zumindest mal einer vorbei, mal zwei vorbei. Nicht schlecht. Ich würde wirklich gerne jemanden zum Servieren haben. Weil ich hatte beim letzten Mal das Gefühl, dass es dann viel besser geht. Ah, Prostituierte können wir jetzt auch anstellen. Aber ich glaube, da haben wir noch nicht die richtigen Gebäude und Gegenden für. So. Der Safe, manchmal klauen die Angestellten ein bisschen was. Dann ist ein Safe nicht schlecht. Wir können auch mal ein paar Fenster einbauen hier draußen. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Ist wahrscheinlich auch für die Sicherheit nicht so gut. Aber sind die jetzt unter den Lampen? Ja, ist gerade in der Ansicht nicht zu sehen. Aber doch, ich habe sie ziemlich... Naja, jetzt sieht es wieder sehr ungemütlich aus da hinten. Moment. Ich probiere es mal zwischen die
Lampen zu machen, dann macht es etwas mehr Sinn. Na gut, haben wir eine hässliche Runde und eine nicht so hässliche Runde, wobei vielleicht kann ich das ja auch verschieben. Schauen wir nochmal, ob ich die... Nee, das geht mit den Items, aber jetzt nicht mehr mit den Fenstern. Geht vielleicht irgendwie, aber ich weiß es gerade nicht. So, dann machen wir mal weiter mit, ich will jetzt immer noch einen Servant haben und vielleicht auch einen Croupier. Vielleicht sollten wir uns mal einen Spieltisch hier noch hinbauen. Den gibt es nämlich gerade. Also den Croupier gibt es gerade. Entweder Roulette oder einfach ein Gambling Table. Da können die Karten spielen. Das finde ich nicht schlecht. Und ich habe gesehen beim letzten Mal, dass man mit den Glücksspielen doch deutlich mehr verdienen kann als mit den Getränken, zumindest am Anfang. So, das scheint die Richtung zu sein, in die sie dann spielen. Stellen wir das Ding da mal hin und holen uns noch einen Croupier. Ihr seht schon, momentan ist unser Tagesprofit eher ganz im Keller. Ist vielleicht nicht die klügste Geschichte, die ich jetzt mache, so schnell zu expandieren, aber es ist in Ordnung. So, nehme ich wieder den besseren. Der kostet deutlich mehr. Ich nehme mal den schlechten. Mal gucken, ob der auch ordentlich Geld macht. Heiern wir den auch noch. Und schauen mal, ob so. So, jetzt wird es mal ein bisschen voller hier. Sehr gut. Jetzt haben wir ja schon fast die Stühle alle belegt. Machen wir dann nochmal ein bisschen Dekor. Nee, Quatsch, ein bisschen Furniture dazu. Wir können ja mal ein paar edlere, jetzt wo es auch was zu essen gibt, gibt es noch ein paar schönere Tische. Bauen wir mal hier nochmal eins. Ich glaube, so wird es mit den Stühlen sehr eng. Zwei und hier hinten noch einen. Ganz in die Ecke. Bringen da nochmal ein paar Stühle mit Kissen sogar. Ja. Na gut, machen wir das mal. So, das Drehen ist ein bisschen anstrengend. Ich hoffe, hier passt noch was hin. Jawohl. Ja. Ihr dreht immer wieder zurück. Machen wir es erstmal so, so, so und so. Und dann müsste ich jetzt eigentlich auf die andere Seite jeweils zwei stellen, aber im Rahmen des Vorstellens würde ich jetzt mal sagen, einer reicht mir erstmal. Dann haben wir genug Platz hier. So, dann bräuchten wir vielleicht was, aber erstmal kommt irgendwas. Ich habe einen, ein Reisender kommt und sagt, also kommt an die Bar und sagt, ich habe einen sehr educated thirst. Einen gebildeten Durst, sagt er. Vielleicht haben sie etwas, was mir gefallen könnte. Wir können probieren, was zu mixen, aber ich glaube, das wird nichts mit 10%. Nein. Es scheint so, als ob ich heute weggehen würde, kein Stückchen weiser als zuvor. Also das hat ihm nicht geschmeckt, das möchte er nicht irgendwie nochmal sehen. So, wir sind noch dabei, den Boost Tangle Lack zu erforschen. Ihr seht hier, was die immer so trinken und kaufen. Jetzt ist draußen eine Hitzewelle. Grand disturbance to the local townspeople. Sleep causing many to carry out their days in a trance-like state. Okay, es haben alle schlecht geschlafen in der Stadt und sind alle wie auf Trance. Wir haben jetzt aber hier nichts wirklich, was wir gut können. Ihr seht, mit jeder Probe steigt das ein bisschen. Wir haben gerade einen Punkt dazu bekommen, weil wir probiert haben, dem Fremden was zu mischen. Ist nicht besonders viel. Muss jetzt so ein bisschen abwägen, will man die schlechten Werte, also die schlechten Auswirkungen haben, um so ein paar Punkte zu kriegen. Wir probieren es einfach nochmal. Auch das hat nichts gebracht. Und die Stadt mag uns gleich 5 Punkte weniger. Ich hoffe, wir haben wenigstens ein paar Punkte bekommen. So, da kommt schon der nächste. Drake Adams, der Trapper, kommt. Der steht draußen nackt rum und besonnt sich offensichtlich. Die Geschlechtsteile bzw. seine ganze Scham hat er nach außen gekehrt. Wir sehen ihn komplett. Ich denke, wir müssen wieder das Leadership machen. Also wir können entweder alle unsere Klamotten ausziehen und uns dazustellen. Das ist lustigerweise eine Muscle-Probe. Oder walk out and yell at them to grow up and cover up. Ja, wir werden dem mal anschreien, dass er gefälligst mal erwachsen werden soll. Das hat nicht geklappt. Jetzt mag uns Drake Adams überhaupt nicht. Und wir haben ein bisschen Stress dazu bekommen. Er hat uns angeschrien, dass wir nicht so prüde sein sollen. Na gut. Na gut, na gut. Also, hier nochmal Punkte für unser Establishment.
Wir können ja noch mal ein bisschen durchgehen, was es sonst noch gibt im Entertainment-Bereich. Also wir können auch noch eine Stage bauen, also wirklich eine Bühne aufbauen, das Piano. Ach, wisst ihr was? Ich baue mal ein bisschen was. Ein Dartboard gibt es noch. Ein Bett für, also wenn wir Prostituierte anstellen wollen, brauchen wir dieses Bett. Ansonsten gibt es hier irgendwo, nee, wo war das? Ich habe es gerade schon mal gesehen, bei Furniture, genau, da gibt es auch Betten zum Vermieten für die Nacht für andere Leute. Couch und so weiter und so fort, ein paar Kleiderschränke, Beleuchtung haben wir schon gesehen. Können ja nochmal so einen hässlichen Teppich hier reinlegen, einen grünen. So, bringt auch noch ein paar Punkte für das Establishment. Und so geht es eigentlich immer weiter. Es ist jetzt noch nicht so, wir können auch selber dann, wenn wir in der Forschung, ich schaue nochmal, ob wir ein bisschen weiter noch kommen. Ich würde mal ein bisschen skippen durch so ein paar Events, wenn jetzt welche auftauchen, damit wir noch ein bisschen mehr researchen können. Und ich bin auch hier immer ein bisschen zu spät. Wir haben jetzt hier immerhin die ersten drei durch. Jetzt machen wir hier Pemmican, Roasted Jackrabbit. Also es kommt dann zum Beispiel ein Schlachter in die Stadt und dann gibt es ab da dann halt Hähnchenfleisch oder sowas in der Richtung. Und so geht das immer weiter. Es kommen neue Gebäude mit Leuten, die hier etwas anbieten und dann können wir dementsprechend daraus auch wieder neue Dinge machen. Wieder ein Spiel, das nicht in einer halben Stunde sofort fertig ist oder vorzustellen ist. Aber ich wollte es euch gerne einmal zeigen. You and your wife can take my bed. Moment. Irgendein Typ mit seiner Frau kommt rein. Sie kaufen ein paar Drinks und dann fragen sie uns, wir sind lange gewandert und wir sind ganz schön müde. Können wir auf deinem Boden schlafen? Natürlich für den richtigen Preis. Ich kann dann sie anlügen, dass sie das nicht dürfen. Oder ich lasse sie in mein Bett. As the Lord says. Ach so, oder wir können auf Gott uns berufen und sagen, bitteschön, kommt her. Also ich probiere mal denen zu sagen, dass sie in meinem Bett schlafen können. Das hat nicht funktioniert. Na wunderbar. Fanden sie nicht schön genug, unser Bett. So, Gambling. Irgendjemand spielt hier. Genau, wir können ja auch mal gucken, ob wir den Croupier hier mal bei seiner Arbeit beobachten. Und auch da fällt halt auf. Also die Figuren finde ich jetzt gar nicht so schlecht, aber es passiert halt momentan hier gar nichts. Die sitzen da so rum. Das meine ich auch mit dem ist es egal, wo man die Stühle aufstellt. Ich habe am Anfang mal die so, wie heißen die, so Hocker dahingestellt, wo man jetzt nicht so genau wusste, in welche Richtung das geht. Ah, Second Floor Construction. Wollte ich gar nicht. Ich wollte hier unten bauen. Aber doch, da sieht man es. Ja, ja. Ich war von weiter weg. Ich habe den Pfeil irgendwie nicht gesehen, habe das da so hingebaut. Und dann sitzen die aber genauso einfach falsch rum auf dem Ding vom Tisch weg und trinken trotzdem ihre Getränke. Also ich habe momentan das Gefühl, ich müsste die Tische gar nicht aufstellen. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. So, mittlerweile haben wir nur noch -19,50. Ich glaube, wir können ja mal gucken, wenn der nächste Tag startet, ob wir dann soweit kommen. So, hier zeigt er uns jetzt auch, dass wir nichts mehr forschen. Dann machen wir mal die Pantherpisse als nächstes. Das dauert mal 76 Stunden. Und gucken mal, ob hier noch ein weiteres Gebäude, ein weiterer Mensch irgendwie in die Stadt zieht. Wir können ja auch nochmal probieren, mit irgendjemandem was anzustellen. Was ist denn mit dem hier? Der mag uns überhaupt nicht, unser Croupier. Können wir mal gucken, ob wir ihn ausrauben können. Aber Sneakiness haben wir auch nicht, ne? 18%. Drama gibt's auch. Okay, ich guck mal, ob ich meinen Croupier beklauen kann. Nein. Jetzt mag er uns 80 weniger. Und auch alle anderen. Ach, das war einer von den Homers, die hier wohnen. Ja, das ist jetzt natürlich ungünstig. Die Stadt hasst uns. Die eine Familie, die hierher gekommen ist, die hasst uns jetzt. Also Stammpersonal haben wir nicht, aber vielleicht ein paar, die von Ferne kommen. Jetzt gibt es auch ein Staff-Member. Ja, genau, jetzt zahlt er uns das heim. Jetzt wurden wir beklaut von einem unserer Mitarbeiter. Und wir haben jetzt halt eine schlechte Opinion hier. Norman Reed hat dadurch einen, trotzdem einen Punkt dazu bekommen hier als
Barkeeper ist ja ein bisschen besser geworden. Ja, liebe Leute, und wenn jetzt nicht bald ein neues Gebäude hier gebaut wird, dann muss ich an dieser Stelle den Spaß abbrechen. Vielleicht ist das aber auch erst, wenn man das hier fertig erforscht hat, dass dann der nächste kommt, weil es gibt dann Whisky und alles Mögliche. Ja, okay, Homer Adams kommt und sagt, bald wirst du ins Gras beißen. Jeder bewertet uns, Stresslevel steigt und es gibt einen Claim gegen uns. Also ja genau, unsere Stresslevel werden immer größer. Da können wir im Charakter mal kurz was machen. Und zwar können wir entweder mal einen Schluck trinken, ein bisschen Alkohol natürlich, oder erstmal was essen. 5-mal können wir das tun, kostet uns einen Aktionspunkt. Das wird hier den Tense-Level ein bisschen nach unten bringen. 47 haben wir jetzt. Können wir Sex haben? Das kostet bestimmt was, oder? Ja, genau. Prostitute or Spouse required. Momentan haben wir keine Frau, nix. Dann saufe ich lieber noch ein bisschen und verringere das auch nochmal um 10 Punkte. So, und da wir jetzt quasi am Ende sind, saufe ich mir jetzt nochmal die Hucke voll. Ah, nee, ich kann ja nur noch einen Aktionspunkt ausgeben. Und schauen noch ein letztes Mal auf unsere kleine Bar hier. Naja, gut. Und die Leute, wie sie am Trinken sind. Irgendwas ist schon wieder passiert. Ach. Ja, jetzt sind wir schon süchtig geworden. Das wird der Alkoholkonsum gewesen sein. Naja, gut. Wir haben keine Aktionspunkte mehr für heute. Wir können da gerade nichts gegen tun. Liebe Leute, an dieser Stelle. Also, es passiert schon noch mehr. Das hier ist übrigens unser Lager hier. Mittlerweile müssen wir ein bisschen mehr wieder einkaufen langsam. Es passiert schon noch mehr und es geht halt langsam, wird es immer mehr. Ihr seht schon, wie jetzt dann doch einige Leute hier auch vorbeikommen, auch Wanderer und so weiter. Und dass langsam auch diese Events mehr werden, mehr Gebäude da sind und dann die Möglichkeiten sich erweitern. Persönlich finde ich trotzdem, nochmal hier einfach nochmal ein Fail, die mögen uns schon wieder weniger. Persönlich finde ich, da müsste noch ein bisschen mehr kommen, es müsste noch ein bisschen zugänglicher werden. Und vor allen Dingen, wenn hier schon so wenig los ist, dann sollte doch wenigstens, der hat jetzt gerade, Clanton Lee hat gerade auch ein Problem. Ich glaube, der möchte sich da irgendwie hinsetzen. Schafft das nicht so richtig. Also, wenn hier schon so viel los ist und ich jetzt mal probiere, den umzubringen. Nee, das geht nicht. Schade. Dann sollte hier das ein bisschen animiert sein. Da sollten die Sachen hier ein bisschen schöner sein, finde ich. Aber das ist eine private Geschichte, ein privater Geschmack. Und ich finde schon aber, dass hier das Setting eigentlich cool ist und es grundsätzlich auch Spaß machen könnte. So, Martha Adams, ich probiere jetzt dich umzubringen. 7% Wahrscheinlichkeit. Mit K.O.-Tropfen. Nee, die mag uns 100 weniger und alle anderen 150. So, ich glaube, lange werden wir in dieser Stadt nicht mehr überleben. Es gibt nur zwei Gruppen, mich und eine Familie von 5. Die hassen mich alle. Bevor sie mich umbringen, liebe Leute, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.